Schönbohm musste gehen, weil Faeser unsere Chats lesen will. Da ist sie hinterher. Aber ihre eigentliche Arbeit tut sie nicht. Sie ist untätig im Kampf gegen die Migrationskrise, im Kampf gegen die täglich erodierende innere Sicherheit. Sie lässt unsere Innenstädte zu Kampfzonen werden, unsere Freibäder zu Jagdgebieten nach Frauen und Mädchen. Die Bürger schreien, es reicht. Eine Umfrage zeigt, über 50% meinen, Faeser macht keinen guten Job. Über 50% wollen, dass sie zurücktritt. Es ist eine Frage der politischen Hygiene. Oder sagen wir doch mit Faeser, in der öffentlichen Meinung ist ein Vertrauensverlust eingetreten, weitere Amtsführung unmöglich. Herr Kanzler, regieren Sie nicht länger gegen das eigene Volk. Ziehen Sie sie aus dem Verkehr. Die Mehrheit des Volkes will es. Die Koalition wird sich jetzt als Wagenburg verschanzen in der Abstimmung, zeigen, dass sie keine Vertreter der Volksmehrheit sind. Ein Blick auf die Umfragen zeigt, wie wahr.